League, was für ein Saisonstart. 109 Punkte war es, glaube ich, für die Towers. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Wie hat sich das angefühlt, hier heute in die Saison zu starten? Ja, auf jeden Fall fantastisch. Die Halle war, die Stimmung war bombastisch. Die Fans waren direkt hinter uns von Anfang an so. Und ich glaube, man hat gesehen, wir haben Spaß gehabt als Mannschaft. Teamchemie sieht man auch, glaube ich, ist richtig gut. Und ja, ich bin glücklich, dass das heute so geendet ist, wie wir es geplant hatten. Sehr gut. Wie habt ihr euch denn vorbereitet auf dieses junge Team? Du hast selbst mal in Baunach gespielt vor 3 Jahren. Konntest du vielleicht dem Team auch ein bisschen Insights geben? Wir haben angefangen, uns nach unserem letzten Testspiel 2 Tage später uns vorzubereiten, explizit auf Baunach. Das heißt, Coach hat wahrscheinlich ein Tape geschaut von den Preseason Games, die hatten. Und da haben wir uns dementsprechend defensiv darauf vorbereitet, aber eigentlich auch mental uns klar gemacht, okay, wir müssen einfach physisch spielen. Wir sind eine Männermannschaft, die wirklich noch eine Mannschaft im Kommen ist. Ja, viele Jugendliche, viele junge Spieler. Und da musst du physisch spielen. Deswegen war es unser Main-Fokus, denke ich mal. Und unseren Gameplan durchziehen und uns vorbereiten, weil es ist das erste Spiel so. Da kommen noch ein paar mehr. Und klar konnte ich ein bisschen was zu jedem Spieler sagen noch so und ein paar Leuten Tipps geben. So hier, das ist der Kepler, der macht das und das. Aber ja. Super. Du hast 10 Punkte gemacht. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Du hast den Dreierregen regnen lassen, sagen wir so. Du hattest den Ball, hast abgeschossen und es war eigentlich immer erfolgreich. Wie warst du zufrieden? Ja gut, ich habe mich heute eigentlich extrem darauf fokussiert, so der Mannschaft defensiv Push zu geben und Energie zu geben da. Hab mir da selbst im Spiel mal so kleine Ziele gesetzt, okay gut, ich verteile jetzt Kai Brunke oder irgendeinen anderen talentierten jungen Spieler so und will einfach komplett rausnehmen, ein bisschen zeigen, so was heißt gegen einen jungen Mann zu spielen. So, ne? Von daher wollte ich einfach offensiv nur, dass der Ball fließt und wenn ich den Ball bekommen habe, offenbar habe ich halt geworfen. Und erfolgreich abgeschlossen. Ja, und von daher. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Wie feiert ihr denn jetzt weiter? Mit isotonischen Kaltgetränken natürlich. Ihr trinkt ja alle keinen Alkohol. Wenn wir Wasser trinken, hier so wahrscheinlich 2 Liter zum Auffüllen. Ne? Dann so ein bisschen isotonisches Getränk. Danach gehen wir hoch. Was gibt es denn zu essen? Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ein bisschen was, um Kohlenhydrate nachzufüllen. Ne? Und Salat und ganz viel Gemüse. Und ja, also ich glaube, das wird so gefeiert. Eine kleine Cocktailparty ohne Cocktails, würde ich sagen. Super, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Vielen Dank. Okay. Macht's gut. Ciao. All right, Drew, I told the fans that they wanted to see you play. They saw you play, and I think they are pretty happy about it because you scored a lot of points, and I think you did a great job. What do you think about the game? I was happy to come out here and play. After sitting out for so long, I was thrilled to just be able to run up and down and compete and help my team, and I feel like we came out and played together, played hard, played aggressive, and played for, the whole game. Awesome. How is your muscle, by the way? I think you're back to your best health? Yes, I think so. I mean, I have to get back in shape. So that's always a thing after sitting out for so long. But I think it came back well and ready to get the season started. What do you think about the fans? It was not sold out, but it was really full, I think. And everybody cheered and everybody was loud. What do you think? Yeah, great atmosphere. Great atmosphere to play in. Really gets our team energized, really gets us motivated. So thank you to everybody that came out and supported, and hope to see you next home game. Awesome. So what's your plan for the next week? How are you going to prepare for the next games? Detail, we take it one step at a time. Coach has a great game plan along with Banka. And, we'll do the same, prepare the same way we prepared this game, and get ready for a tough road test. All right, good luck with that, and thank you for taking the time to talk to me. Thanks, Drew. Thanks. Coach Mike, congratulations, that was a great game. Du hast ein super Team und wie zufrieden bist du mit deinem Team heute? Sehr zufrieden, großer Stolz auf die Jungs, begeistert von der Leistung, wunderschön Season Start für uns. Und das ist die Stimmung im Halle, viel Zuschauern, Unterstützung, das war wirklich ein Heimvorteil. So für mich, das ist der perfekte Anfang. Und wirklich stark erster Schritt von den Jungs. Ich bin begeistert und großen Stolz. Sehr gut. Wie lange wird denn jetzt deine Euphorie anhalten und wann fokussierst du dich wieder auf das nächste Spiel? Wir werden Spaß haben heute Abend. Und morgen ist ruhig. Ein bisschen Recovery. Und zurück zu arbeiten für die Vorbereitung für nächste Woche Montag. So, again, das ist wirklich harte Arbeit in der ganzen Preseason.
Wir haben viel Fortschritt gemacht und das erste Spiel war, ich glaube, Spaß für alle. So, wir werden Spaß haben heute Abend und dann nächste Woche Montag zurück zur Arbeit gehen. Sehr gut. Und wie wird denn der Fokus, auf was legst du den Fokus nächste Woche? Wie setzt du dein Team ein? Woran hast du heute gesehen? Woran kann das Team noch arbeiten? Ja, neue Mannschaft, neue Gegner, neue Herausforderung. So Karlsruhe ist eine Mannschaft mit mehr Erfolg letztes Jahr, mehr Erfahrung in Spielern. Und das ist ein ganz anderer Gameplan. So das ist wirklich ein guter erster Schritt. Nächste Woche, die klare Herausforderung ist, gegen einen starken Gegner auswärts zu gewinnen. So wir müssen die nächste Top-Leistung haben. Aber wenn wir werden arbeiten diese Woche in Vorbereitung und wirklich werden focused und motivated im Kopf gehen und zusammenspielen, ich glaube an unsere Jungs. Super, ich glaube auch dran. Vielen Dank, Mike. Schönen Dankeschön. Abend dir. Dankeschön. Ich habe jetzt Justin bei mir. Justin, welcome back on the court nach deiner Verletzung. Die Menge hat geklatscht und gecheert, als du eingelaufen bist. Wie war das nach deiner Verletzung, wieder jetzt hier zu spielen? Ganz besonders, ganz emotional. Gänsehautmoment mehrfach gehabt. Also bei der Spielervorstellung, dann ganz am Anfang, als wir reingelaufen sind und eine Ansage kam. Also es waren echt mehrere Situationen. Und dann natürlich, dass wir das Spiel auch so souverän gewonnen haben, macht es alles natürlich nochmal viel, viel schöner. Sehr gut. Du hast 19 Punkte selbst gemacht und gefühlt 100.000 Blocks durchgeführt. wie hat sich das angefühlt? Hattest du noch Bedenken mit deinem Knie oder war es für dich so, dass du gesagt hast, ich will einfach nur noch spielen, let's do this? Nee, tatsächlich habe ich gar nicht mehr an mein Knie gedacht. Am Anfang war ein bisschen Nervosität da, aber ich glaube, die kam eher davon, dass ich schon so lange nicht mehr gespielt habe und nicht jetzt wirklich vom Knie. Das hat sich jetzt echt in der Vorbereitung, ist es von Woche zu Woche besser geworden und momentan fühlt es sich echt gut an. Ich habe das im Spiel nicht gemerkt. Natürlich ist bei so einer Verletzung kann das immer auf und ab gehen und es könnte jetzt nächste Woche plötzlich wieder anschwillen und so weiter. Also das habe ich ja von Steps zum Beispiel letzte Saison, hat er mir das auch erzählt, dass ich damit rechnen muss. Aber momentan ist alles top. Sah auf jeden Fall sehr gut aus. Du hast 19 Punkte gemacht. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Passt. Sehr gut. Dann habe ich noch eine Frage. Wie verbringst du jetzt den Abend? Ihr geht alle noch in die Möwe? Ja, wir gehen in die Möwe. Das Schöne ist auch, dass meine Brüder, ich weiß nicht, ob die irgendwo noch rumrennen, dann meine ganzen Urspringer-Leute. Felix Czerny ist ja der Coach von Baunach und der war mein Jugendcoach zu meiner Urspringzeit und da ist jetzt die ganze Truppe hier versammelt. Und das hat es natürlich nochmal um einiges besser gemacht, das ganze Erlebnis heute. Also ja, jetzt werde ich mit denen noch ein bisschen Zeit verbringen. Und ja. Schön. Dann wünsche ich schon mal viel Spaß und sage danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Danke. Yay, it worked!